Ja, hallo und willkommen zum zweiten Teil unserem Fast-Tutorial, das wir im vorherigen Tutorial gebaut haben und modelliert haben. Heute geht es darum, diesen Fast zu texturieren, respektive unwrappen und texturieren. Das ist eine Variante des Texturierens. Und es gibt ein drittes Tutorial, wo man das Unwrappen, Exportieren der Picture machen und dann im Photoshop werden wir das texturieren. So, legen wir gleich los. Wir haben ja die verschiedenen Bereiche, unser Fass, die Bänder hier, die Stahlbänder, die wir benutzen, plus der Deckel und natürlich den Boden. Wir konzentrieren uns heute auf diesen drei verschiedenen Objekte. Wir starten mit dem Fass. Für das eröffne ich hier oben, ich muss noch den Screencast noch einschalten, damit ihr meine Kombinationen, Tastenkombinationen und Mauskombinationen seht da unten. Also, ich markiere mein Fass. Ich eröffne hier oben ein neues Fenster und das kann ich da ausblenden mit N. Das brauche ich nicht, so wie das hier auch nicht. Und dann gehen wir in Edit-Modus mit Tab. Und das Umwrappen bedeutet nichts anderes als diesen 3D-Modell in einen 2D-Modell umzuwandeln, damit man eine Textur draufpappen kann, die sich wieder nachher im 3D-Modell widerspiegelt. Um dies zu machen, müssen wir dieses Modell zerschneiden, respektive eine Naht hinzufügen, damit man so das auseinanderklappen kann und hier darüber legen kann. Für das gehe ich hier im Edge-Modus. Mit Alt und Linksklick markiere ich mir mein Edge, die rundum auf diese Fasswand geht. Dann hier im Shading-UVs-Menü klicke ich auf Mark Seam. Seam ist eine Naht, also ich markiere diese Naht. Dann muss ich da oben noch diese zwei Nähte hinzufügen, Alt und Klick. Und statt hier über das Menü zu gehen, kann man alternativ auch Ctrl-E drücken und dann Mark Seam. Das gleiche mit diesem da, Ctrl-E, Mark Seam. So, nun habe ich hier mein Modell geschnitten, so dass ich das so auseinanderklappen kann. Genau das gleiche hier mit diesem mit diesen Flächen da oben, diesen Ring. Und jetzt geht es darum, im Face-Modus zu wechseln, A alles markieren und dann neu kommt jetzt hinzu das Menü Unwrap oder UV Mapping mit U. Und dann hier Unwrap. So, jetzt hat er mir das Ganze so dargestellt mit eigenen Algorithmen und versuchend diese Flächen richtig darzustellen, was ihm eindeutig nicht gelungen ist. Aber wir werden das uns noch anschauen. Diesen Fenster erreicht ihr übrigens noch mit UV Image Editor. Und das ist diese UV Mapping Area 0, also von 0 zu 1 und 0 zu 1 in Y und in X. Nun, damit wir besser sehen, was hier passiert, müssen wir Material hinzufügen. Und für das gehen wir hier im Node Editor. Und im Node Editor, ja,
Es ist etwas komplizierter, als es aussieht, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es ganz gut, im Noteditor zu arbeiten. Wieso Noteditor? Damit man visuell die Materialien sehen kann und auch richtig verlinkt. So, wenn wir soweit sind, gehen wir hier auf Add New Material, also New, und dann macht er mir defaultmäßig diese zwei Materials. Das ist nicht anders als ein Shader und der Material-Output. Nun, damit also der Material oder der Diffuse-Shader, der hat nur Farben zur Verfügung. Also ich könnte hier die Farbe Rot hinzufügen und assignen. Ich lasse das mal Default, respektive ich lösche das nochmal und füge das wieder hinzu, wenn ich das finde. Shader Diffuse da. So. Nur wenn ich hier die Textur des Fasses, die Bretter hinzufügen will, muss ich zusätzlich hier im Texture die Image Texture Funktion wählen. Ich platziere sie da und kann dann schlussendlich hier unter Open meine Textur wählen. Das ist diese Textur Combo Planks Clean 0068, die ich im ersten Tutorial beigelegt habe. Wenn ich das habe, passiert noch nichts. Ich muss diese noch verbinden hier. Voilà. Und nun, wenn ich hier auf Material gehe, dann sehe ich meine Bretter projiziert auf meinem Modell. Wenn ich mir das schaue, dann sehe ich da Verzerrungen. Der sollte gerade sein, dieser Strich, so wie das auch. So passiert nicht viel da, respektive nicht viel richtig. Und hier fällt mir auch noch diese Kerbe vom Brett zu Brett. Um das zu erledigen, muss ich noch ein paar andere Sachen hinzufügen. Und zwar mache ich das etwas kleiner oder größer. Ich verschiebe die etwas weg. So, nun muss ich ein Mapping. Nein, machen wir das anders. Wir gehen zuerst im UV Image Editor, um diese Verzerrungen zu beheben. Wieso Verzerrungen? Weil hier die Vertex nicht ausgerichtet sind. Das Algorithmus hat das so dargestellt, weil diese bombiert ist. Ich möchte aber diese ganz gerade haben, diese Vertex und Segmente oder Edges, und für das ist mühsame Arbeit angesagt, obwohl es gibt auch andere Wege. Aber ich zeige nur kurz die erste Variante. Hier wechsle ich zu Vertex. Ich wähle diese Edge mit Alt und Linksklick und dann skaliere ich das in X 0. Je nachdem, bei euch könnte auch Y 0 sein, es kommt darauf an, das muss man probieren. Ich habe gerade das Richtige erwischt. Und so müsste ich das machen mit allen Edges hier oder Vertex, Scale X 0 und durchgehen bis darüber. Kleiner Tipp, wenn man das einmal gemacht hat, das Scale X0,
Dann kann man nur die nächste wählen und dann Shift-R. Und Shift-R benutzt den letzten Kommando oder wiederholt den letzten Befehl. Und so kann man hier durchgehen. Es gibt aber eine bessere Variante. Und das ist die Variante mit diesem Add-on oder Add-in, das ich euch beigelegt habe, das UV Squares. Die Installation habe ich im ersten Kapitel durchgenommen und man findet den Add-on hier unter Add-ons. Und wenn ihr das schon installiert habt, heißt er Mesh UV Squares und das muss aktiviert sein. Und sobald wir das haben, geht es relativ einfach, um dies zu bewerkstelligen. Das zeige ich aber nachher noch. Für die, die das der konventionelle Weg gehen möchten, zum Beispiel diesen Ring zu entpacken, respektiv gerade zu biegen, da geht man im Face-Modus. Man wählt die Fläche, die gerade ist, da unten und dann hier mit der Mauszeiger hier rüber gehen, wieder U für U wie Unwrap und dann Follow Active Quads. Wenn man das klickt und OK sagt, dann richtet er das so aus. Das ist eine Variante, wenn man keine Add-ons installieren will. Ich mache das wieder so und jetzt zeige ich euch, wie man über den UV Square Add-ons geht. Wir wechseln im Island Mode. Ich markiere diese Island, also diese Insel und dann mit Alt E richtet er mir schön alles am Grid nach. Auch hier markiere ich den Alt E und er macht mir das schön. Voilà. Und das ist schon gerade, das muss ich nicht machen. Jetzt geht es darum, diese Textur, die jetzt von da unten bis da oben geht, verbinden mit dieser da, über diese Fläche da, damit diese kontinuierlich dargestellt wird. Wie man hier sieht, die Kerbe ist da, die andere Kerbe geht hier, ist nicht kontinuierlich, hat nicht die gleiche das gleiche Design und stimmt nicht überein. Damit wir das machen können, müssen wir diese Kante da mit dieser Kante da unten verbinden und diese Kante mit dieser da hinten verbinden, damit es schön durchlaufend ist. Wie erreicht man das? Ist relativ simpel. Es gibt auch hier eine Funktion. Wir gehen im Edge-Modus und wählen mit Alt linke Maustaste diese Edge da. Und dann drücke ich die V-Taste für Victor und bestätige mit einem linken Mausklick. Und dann wird sie da verbunden und genäht. Das gleiche hier. Markiere das V. Und da wird es nicht grün. Wieso? Weil hier keine Verbindung entsteht. Das ist sehr wahrscheinlich diese da oben. Also markiere ich da oben die Edge, drücke V und jetzt sehe ich, die Verbindung ist da unten. Würde es da unten zunähen und OK, bestätige ich das mit der linken Maustaste. Jetzt habe ich einfach das Problem wieder, dass das nicht schön ausgerichtet ist. Geht wunderbar, indem dass man hier die Island wieder wählt und dann Alt-E drückt. Unser Add-on richtet das aus. Perfekt! So sieht sie gerade aus, meine Textur. Der einzige Makel ist wieder diese Kerbe da. Und diese Kerbe gibt es nicht, weil hier nicht durchlaufend ist. Also muss ich da meine Island wählen. Ich gehe etwas nach oben, ich richte sie ungefähr aus, in der Mitte, und dann skaliere, damit diese Kante diese
Edge da berührt und diese da. Und dann sollte das schön. Jetzt sieht man da oben, dass die Edge aufgeht und zugeht. Und wenn ich mit Shift-Taste skaliere, kann ich das viel genauer skalieren und kann ich somit meine Kerbe drin haben. Wenn ich da aus dem Edit-Modus gehe und mir das anschaue, dann sieht das perfekt aus. Schön ausgerichtet, ist gerade perfekt. Aber diese Bretter sind immer noch zu groß für mein Fass. Ich möchte hier jeweils kleinere Bretter haben. Wie erreiche ich das? Indem, dass ich wieder im Edit-Modus gehe, abwähle, anwähle, damit alles gewählt ist. Ich wechsle hier in meinem Node-Editor und jetzt muss ich ein Mapping hinzufügen, damit die Textur wiederholt wird um die Hälfte, damit ich hier kleinere Bretter bekomme. Wie mache ich das? Auch Shift A unter Vektor, wähle mein Mapping, stelle das hier und dazu benutze ich noch unter Input die Textur Coordinate. Die klicke ich auch da. Und nun geht es darum, dies zu verbinden. Und da muss ich die UV mit dem Vektor verbinden und hier Vektor mit Vektor. Wenn ich nun hier das Scale Mapping von dieser Textur ändere und dann markiere ich das und ziehe ich das runter und wähle ein 2.0 zum Beispiel, achtet man sich auf die Textur, sie wird kleiner, damit, das heißt, ich habe sie um die Hälfte skaliert und demzufolge werden die Bretter kleiner. Ich kann sie um 5 skalieren und dann werden sie so. Ich wähle aber nach wie vor 2 und dann haben sie die Größe, die ich möchte. Und man beachte die Übergang, die Kerbe, die stimmen auch, weil wir vorhin die UV gegradet haben. Okay. So, wenn ich meine Textur anschaue und ich wechsle hier unten im Modus Rendered, dann sehe ich, ja, die sehen ansprechbar aus. Das Licht ist überbelichtet, also gehe ich hier wieder in Solid-Modus. Ups. Mach das etwas kleiner hier. Dann wähle ich hier meine Lampe. Das ist die Lampe da. Ich muss aus dem Modus gehen. So, und dann bewege ich sie mit G hier unten in etwa, mache Shift D, um sie zu duplizieren und platziere die andere auf die andere Seite. Voilà. Vielleicht diese da, platziere sie ein bisschen weg von der Kamera. Wenn ich nun im Rendered-Modus gehe, dann habe ich eine bessere Beleuchtung hinbekommen. Und man sieht, meine Brettchen sehen ansprechbar aus, aber noch nicht das Gelbe vom Ei. Wieso? Weil ich hier eine stärkere Maserung einbringen kann und mit einem Bump Map oder Normal Map kann sie etwas aufpeppen. Um dies zu bewerkstelligen, gehe ich so vor. Versuche das ein bisschen zusammenzustauchen, damit man es besser sieht. Kann das auch etwas größer machen. Voilà. So, dann nehme ich diese, markiere ich diese Textur, mache ein Shift D, ein Duplikat, stelle ich hier unten. Dann mit Shift A, Vektor
wähle ich mir eine Bump Map und stelle ich sie da. Und nun, um diese Effekte zu geben, muss ich hier bei der Bump, für die Bump, muss ich hier auf Non-Color Data wechseln. Ich verbinde diesen Color-Wert da mit der Height. Wieso Height? Height bedeutet Höhe und das ist ein Höhemodell. Die Bump und die Normal Bump sind Höhemodelle, das heißt schwarz-weiß. Und all das zwischen Schwarz und Weiß sind die Nuancen, die man sieht dann auf den Blättern. Alles, was schwarz ist, ist flach. Alles, was weiß ist, ist erhöht. Und man sieht dann, wie das funktioniert. Nun muss ich hier da von dem Vektor zu Vektor wechseln und hier von Normal zu Normal. Und jetzt sieht man hier diese Textur, wie markant das ist, wie ausgeprägt das ist, und das ist nicht schön, das ist auch nicht natürlich. Also gehe ich hier bei der Bump Map in der Strength, gehe ich runter. Und man sieht, das wird schon viel besser. Ich gehe noch bis in etwa auf 250 oder 200 und man sieht jetzt die feine Maserung des Holzes. Es könnte noch etwas weniger sein, in etwa 200, und man sieht hier, wenn man sich achtet, wie das Holz schön sich erhebt, diese Konturen, und es verleiht eine gewisse Realität dem Holz. Holz ist nicht immer flach, vor allem hier nicht, bei diesem Fass. Das ist etwas raues Material. Perfekt. So, das ist das Material oder alles, was zum Material gehört, um dies zu bewerkstelligen. Nun könnten wir das Gleiche für unser Tickel hier machen. Das machen wir. Er hat kein Material im Moment. Und übrigens, das Material sehe ich hier auch. Und da heißt Material. Ich mache hier einen Doppelklick und sage Fass Holz, damit ich auch weiß, welches Material zu was passt. Ich klicke meinen Deckel an hier, mache hier New, damit ich ein neues Material habe. Und ich verfahre genau gleich wie beim Fass. Ich füge hier eine Textur, Image Texture, da verbinde sie mit dem Color. Jetzt macht er Pink, wieso? Weil hier kein Material zugewiesen ist. Ich öffne mir und stelle, ich benutze auch hier diese Wood Planks dazu, wie da unten. Voilà. Und damit ich den gleichen Effekt habe, muss ich hier im Edit Mode gehen und mein Deckel wählen. Voilà. Als Materialname sage ich hier Deckel Holz. Perfekt. Und nun füge ich auch diesem Mapping hier und die Input Textur Koordinate hier. Ich verbinde das hier und hier. Und wieso passiert nichts? Weil das nicht umgewrappt wurde. Also wähle ich das Ganze ab und ich wähle wieder. Ich wechsle hier im UV Editor. Und da mache ich wieder mein U und umwrap. Und jetzt kann ich das so belassen. Meine ungewrapptes Deckel
Ich wechsle wieder im Noteditor und sage hier, ich möchte etwas kleinere Bretter haben oder etwas größere. Ich könnte auch 0,5 geben und dann habe ich etwas größere Bretter und hier passiert nichts, weil mein Deckel eine eigene Textur hat. Das gefällt mir so. Ich möchte aber auch diese Erhebungen haben da drin und dann mache ich genau das gleiche. Image Texture, Shift D zum Duplizieren, Shift A und unter Vektor meine Bump wählen. Dann gehe ich hier unten, hier wechsle ich auf Non-Color Data, die Color auf die Height und die Normal auf die Normal hier. Und jetzt habe ich auch diese Maserung drauf und gehe auch in etwa so, sagen wir 0,4 zum Beispiel, und da habe ich immer meine schöne Maserung auf dem Deckel. Perfekt. Dann gehen wir hier aus dem Edit-Modus raus. Wir wechseln zum Deckel, zum Boden und da machen wir an und für sich das gleiche. Ich gehe im Edit-Modus, ich wähle es, Unwrap und Unwrap. Und dann wechsle ich hier wieder in meinem UV-Mesh Editor. Das hat nicht geklappt, weil wir, weiß auch nicht wieso, im Blender sieht man immer schlecht, was es gerade gewählt wurde und was nicht. Ups, wahrscheinlich nicht das Richtige gewählt. Ja, scheint so. Unwrap. Ups. Stimmt irgendwas nicht. Also wechseln wir hier schnell in Solid Mode. Doch, das sollte an und für sich der Deckel sein. Edit Mode und jetzt ist das gewählt. Unwrap und Unwrap und jetzt habe ich das. Vielleicht muss man auch im Solid Mode wechseln, damit man das besser sieht. Und jetzt kann ich wieder im Render Mode wechseln und hier anstatt das gleiche nochmal zu machen wie beim Deckel, benutze ich hier die gleiche Textur wie für den Deckel. Und ups, falsch gemacht, aber ist egal, da kann ich die Textur hinterlegen im UV Editor, damit man das besser sieht, aber wenn ich das schon hier habe, dann wähle ich hier in diesem Menü Deckel Holz und voilà, ich habe die gleiche Textur wie für den Deckel, habe ich jetzt für den Boden benutzt. Perfekt. Nun geht es darum, diese Stahlbänder zu machen. Und für das benutze ich keine Textur, sondern eine Farbe. Man könnte auch eine Textur nehmen, aber ich bin faul und mache mir nur eine Farbe. Ich gehe im Solid Mode. Voilà. Vielleicht kann ich das etwas darstellen. Schauen, ob ich das richten kann, in etwa so. Ich wähle mein Stahlband da oben, gehe auch hier, und den muss ich jetzt nicht umwrappen, sondern gehe hier im Note Editor, sage New und wechsle hier auf Stahlband zum Beispiel, gebe ich den Namen ein. Und hier füge meine, muss nichts hinzufügen, sondern kann ich den Farbcode wählen. Ich will hier ein dunkles Braun haben.
Also gehe ich in etwa da unten. Perfekt. Und wenn ich da im Render-Modus gehe, da sieht man, wenn ich das näher heranbringe, sehe ich mein Braun. Ja, könnte etwas dunkler sein. Noch in etwa so. Aber Stahl reflektiert auch, und für das mache ich hier dazwischen noch etwas Neues. Und zwar, ich muss ein Diffuse, ein Glossy, zum Diffuse muss ich einen Glossy Shader nehmen, und den bekomme ich, indem dass ich hier unter Shader den Glossy BSDF nehme, den platziere ich da. Und damit ich eine Mischung zwischen Diffuse und Glossy herstellen kann, da muss ich noch einen Mix Shader haben. Und zwar diesen da, und den platziere ich hier dazwischen, und dann verbindet er sich selber zwischen Diffuse und Material Output. So. Und man sieht schon, wenn ich das hinzufüge, dass ich eine andere Farbe bekomme. Wieso? Weil dieser Mix Shader macht 50-50, er nimmt 50% von dieser Farbe und 50% vom Glossy Shader, der grau ist oder weiß ist, und daraus ergibt sich ein Grau. Ich möchte das aber im Braun behalten in etwa, und dann gehe ich hier mit dem Shader, der die 50-50 Regel macht, gehe ich etwas zurück, damit mein Band eher bräunlich wirkt. Und wenn man heranzoomt, dann sieht man, ups, das war zu viel, das auch, so, Entschuldigung, dann sieht man hier, wie schön das er spiegelt, hier bei den Kanten, perfekt, und sieht auch noch gut aus. Vor allem, wenn man den Fass im richtigen Licht hat, dann sieht man hier die Spiegelungen des Lichtes. Entschuldigung. Okay, wenn ich das so habe, dann gehe ich hier, markiere ich mein zweites Band. Ich muss das wieder im Solid-Mode machen. Und sage hier im Material-Mode, auch wieder, ich will den Stahlband, und auch hier beim unteren Band wähle ich mein Stahlband, und somit habe ich mein Pass fertig texturiert. Wenn man das anschaut, und ich schließe dieses Fenster da, dann sehe ich wunderbar mein Band. Und ich habe hier noch eine Plane, kann ich stellen, mit Shift A, Plane, die setze ich etwas da unten, kann im Frontmodus anschauen, dass ich wirklich leicht unter dem Fass bin. Und dann skaliere ich diese. Voilà. In etwa so. Mit 0 gehe ich hier drin in die Kameraperspektive. Ich sage Lock Kamera. Und dann kann ich mit B alles anwählen, und mit G sollte ich das bewegen. Ich kann das platzieren mit der Kamera, ich
bewege nur die Kamera. In etwa so. Und wenn ich jetzt einen Render mache, hier auf Rendern die Größe angeben und Render, dann rendert er mir mein Fass. Das geht im Moment, er rechnet. Voilà. Ich stoppe, bis er fertig ist. So, nun ist mein Fass voll gerendert in einer Image und man sieht die Schatten, die aus den Lichtern hervorgerufen worden sind, also von den Lampen. Das sieht dann so aus. Eben, dass ich die Lampe hier habe und hier habe und die Kamera da ist und dann wirft er das Licht von da darüber und zieht den Schatten da und von dieser Seite nach dieser rechten Seite und dann hebt sich der Schatten etwas auf, aber man sieht das trotzdem. Wenn ich nun hier ein besseren Kontrast haben möchte, wie im Beispiel auf der Frontseite, dann wähle ich meine Plane, die ich gemacht habe. Ich gehe in Edit Mode und mache hier etwas auf. Gehe auch hier im UV Image Editor. Ich glaube, der spinnt manchmal, aber das muss so sein, sehr wahrscheinlich. Also hier im Edit Mode und die Face gewählt, U für Unwrap, und dann kann ich das auch so umwrappen ohne Probleme. Dann gehe ich hier auf Node Editor, ich adde ein Node, ich adde meine Textur, die ich da unten haben will, verbinde sie, ich wähle meine Textur. Und da habe ich hier irgendeine gemacht. Floor Stone Seamless heißt sie. Genau. Ich wechsle hier im Render-Mode und man sieht die Steine. Und jetzt muss ich halt dazwischen noch eine sogenannte Mapping-Textur machen. Das haben wir vorhin auch gemacht unter Vector Mapping. Und dazu noch eine Texture Coordinate, die UV da rein, der Vektor da rein, perfekt. Und hier wechsle mein Scaling auf 20 zum Beispiel, vielleicht etwas zu viel, 10, ja, sieht schon besser aus, obwohl mit 20 ist etwas besser. Perfekt. Und so sieht mein Fass auf der Bodentextur. Wenn ich dann das so rendere, dann habe ich eine wunderschöne Textur, wie sich gehört. Also ich rendere mal schnell und komme wieder zurück, sobald es gerendert ist. So, sind wieder zurück und mein Fass wurde schön texturiert auf dem Boden. Perfekt. Sieht doch toll aus. Wenn ich jetzt nun, könnte ich hier hingehen, aus dem Edit Mode raus. Ich könnte mein Tickle wählen, mein Fass, mein Band, diese Band, diese Band oder auch
auch so hingehen und mit B alles markieren, die Plane wegselektieren mit Shift linker Mausklick und dann könnte ich und diese muss ich auch, die Lampen auch abwählen. Und ein Join, Control Join mache. Nein, geht auch nicht. Wieso? Weiß auch nicht. Aber Group, Create New Group. Und die sind wahrscheinlich jetzt auch gewählt. Nee. Mal schauen, ob das funktioniert, was ich will. Das hat nicht funktioniert. Manchmal ist das Leben kompliziert. Also ich wähle das weg. Mein Band. Das zweite Band. Dritte Band. Oder ich könnte das wahrscheinlich auch hier wählen. Ja, mit Shift. Da oben. Die Bänder, der Boden, den Deckel und das Fass und dann sagen Group, Add Selector to Active Group, glaube ich heißt das, und wenn ich das mache, geht das nicht, aber ich könnte das ist etwas probieren leider. Deckel Fass ohne Plane und dann könnte ich sagen Join. Voilà. Jetzt ist alles ein Objekt. Ich mache mit Shift D ein Duplikat. Den platziere ich da zum Beispiel. Ich mache nochmal ein Duplikat hier und dann mache ich ein RY90 und schiebe es etwas nach oben. Ich gehe in meiner Seitenansicht, damit ich das so gerade oberhalb von der Plane habe. Perfekt. Und den muss ich etwas nach vorne schieben, dass er nicht überlappt. Ich mache nochmal ein Duplikat. In X, ich drehe Rotate Z etwa so, ich erhöhe den ein bisschen, so, gehe etwa so und den schmeiße ich etwas nach vorne. So, perfekt. Und dann mit 0 in meiner Kamera setze sie da in etwa. Und wenn ich jetzt im Rendermodus gehe, dann sehen meine Fässer so aus. Also den sehen wir, der ist zu tief. Da wird etwas erhöht. Diese auch. Den auch. Perfekt, so. Und dann gehen wir im Rendered-Mode. Und dann sehen meine Fässer wunderbar so aus. Perfekt. Ready zum Exportieren oder zum Rendern ein Bild machen und in Game bringen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. UV-Mapping und Texturing ist nicht so einfach. Es
Es braucht viel Zeit und auch viel Geduld, aber man kann passable Resultate, und je komplizierter der Objekt ist, natürlich umso mehr Zeit braucht, um es richtig zu umwrappen. Das sind relativ einfache Figuren, aber ihr werdet schon sehen, anspruchsvolle Objekte, gleich anspruchsvolle Texturierung und Umwrapping. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Falls Fragen auftauchen, wie immer in meinem Channel, Fragen, Fragen und nochmals Fragen, und vor allem liken, liken und nochmals liken, damit ich da weitermachen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und tschüss, bis zum nächsten Mal.